Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Persona 5 Royal. Ich bin Sam Simafix. Wir sammeln Blumen. Ach, ist das nicht schön. Beim letzten Mal sind wir hier ins Mementos hereingestartet. Wir haben ja hier gesehen, was hier uns in Futubas Dungeon erwartet. Und zwar einiges, so wie es aussieht. Leuchtet der grün? Wieso leuchtet der grün? Keine Ahnung. Hitzewelle verbrennt die Gegner. Ah. Okay, an Tagen mit einer Hitzewelle leiden die Schatten im Mementos manchmal eine Stadt wegbrennen. Außerdem sind spezielle Verhandlungsoptionen während der Hitzewelle verfügbar. Du kannst Schattenkalkül einsetzen. Damit siehst du Skills der Schatten sowie seinen Gegenstand in der Analyseanzeige. Mit der vertrauenswürdigen Koma Sabaki von Ifuma Toga kannst du Gruppen wieder ausrechnen. Das ist so hart wichtig. Das ist eine der wichtigsten Skills im Kampf überhaupt. Dann. Kann ich. Achso, ich muss den erst kaputt schießen. Einfach mal draufballern. So, nee, dann lieber nicht. Was machen wir denn? Machen wir frei. Keine Ahnung. Ich kill die eh alle mit einem Schlag jetzt. Ah, er lebt noch. Sehr gut. Nein, nein, nein. Entschuldigung. Ich wollte aber mit dem. Okay, na gut. Der Move ist ja so geil, Mann. Ich finde euch so hammer. Okay, also eigentlich hätten wir den fangen wollen, aber haben wir noch keine Schwäche rausgefunden. Also Leute, wie gesagt, wir haben beim letzten Mal Futubas Dungeon infiltriert. Unser Ziel ist jetzt, ihr Herz zu stehlen, in der Hoffnung, dass sie dann es mit Magite für uns aufnehmen kann. Bevor wir aber hier in der Pyramide weitermachen, gehen wir jetzt erstmal ins Mementos, machen jetzt hier unzählige 5 Milliarden und eine Sidequest. In der Hoffnung, dass wir hier, zack, stärker dadurch werden. Sammeln auch immer schön diese blöden Blumen ein. Oh, ein cool, Schatzdämon. Ach, den Regent, den haben wir schon. Sam Lin, mein Bro-Mann. Was waren deine Schwäche? Ach, keine Ahnung, wisst ihr was? Wo habe ich's denn? Mal einfach Freyman. Aber ich glaube, man kann den mit. Ich hasse Regen. Ich will dich nicht. Verschwind, Regen. Ich will dich doch gar nicht. Ich wollte ein Geld aus. Kann man von dem kein Geld rauspressen? Habe ich das so schlecht in Erinnerung? Naja. Wir werden jetzt ja auch wieder einige Personas fangen, also. Müssen wir hier unser Inventar raushauen. Aber wir werden hier, also mit einigen Millionen Yen werden wir den Dungeon verlassen. Also wir müssen ihn beziehungsweise mit einigen Millionen Dungeon verlassen. So. Warte mal. Habe ich jetzt hier Erfahrung dafür bekommen? Ja, das muss ich jetzt nochmal testen. Dreh dich mal bitte um. Alter, Leute. So ein dickes Lob, Mann. Das war nämlich eine der schlimmsten Sachen in Persona 5. Du hast immer diese Gegner überfahren und wenn du zu überlevelt warst, hast du dadurch keine Erfahrung mehr bekommen. Ihr seht, hier hatte ich Erfahrung, Geld und einen Gegenstand dazu. So toll, Mann. So toll, weil früher war es halt immer so, ich habe sie halt überfahren und dann waren sie halt einfach weg, die Gegner. Und das war natürlich immer doof. Weil, besonders wenn ich einen speziellen Persona fangen wollte. Aber hier, ihr seht, ich fange sie auch automatisch, wenn mein Persona-Stock nicht voll gewesen wäre. So, jetzt gehen wir erstmal zu Jose und schauen, was der von uns will. Hey, good job. What you got there? That's really neat. Wow, this is amazing. I recognize it from my studies. I'm feeling strong human desires coming from this accessory, but it still hasn't reached its full potential. May I see it? I won't do any damage to it. I promise. If I just do this, and then this, done. Here you go, mister. Now that accessory can use its full potential. Let me know if you find any others like it, okay? Learning about desires also teaches me more about humans.
Oh, richtig. Hier, bevor ich es vergesse. Stempelbuch. Weißt du noch, als ich sagte, ich denke mir ein lustiges Spiel für Mementos aus? Daran habe ich gedacht, nachdem ich in der anderen Welt in die U-Bahn gesehen habe. Sie, so zeigen wir ebenfalls, dass wir nach den Blumen suchen. Für die Stempel und die Blumen gibt es unterschiedliche Belohnungen. Sammle also so viele du kannst. So, Stempel-Mementos. Beim Erkunden von Mementos findest du manchmal Stempelbänder, die von José aufgestellt werden. Du erhältst einen Stempel pro Stand, aber wenn du mehrere Stempel gesammelt hast, hilft José dir. Und? Hast du Blumen für mich, Mister? Falls ja, lass uns tauschen. Ich habe richtig gute Sachen. 16, ja. Leider nicht so viel. So schöne Sterne. Kognition Mementos wechseln? Gegenstände. Schau mal lieber erstmal Gegenstände. Okay, da können wir. Also, wenn du Mementos mit José redest, kannst du Blumen gegen Gegenstände eintauschen. Wie viele Blumen nötig sind, hängt von dem gewünschten Gegenstand ab. Diese Blumen können nur im Mementos existieren. Du verlierst die gesammelten Blumen, wenn du gehst. Was? Ach so. Okay, das ist natürlich doof. Jopp, aktuell kann ich mir noch nichts sinnvoll schnappen. Also, das sind geile Sachen natürlich. Aber kommen uns aktuell nicht leisten. So, mehr Erfahrung. Oh, oh, mach! Was? Kognitionsveränderung Mementos. Wenn du Stempel sammelst, erhältst du Punkte, für die Hose die Umgebungskognition ändern lassen kann. Durch das Ändern der Kognition kannst du im Mementos Geld, Erfahrung und Gegenstände sammeln. Du kannst Punkte verteilen, um zu bestimmen, welcher Effekt verstärkt wird. Nutze die Punkte weise und besser voranzukommen. Mit Blumen kannst du die verteilten Punkte zurücksetzen. Je mehr Punkte, desto mehr Blumen sind nötig. Um die aktuelle Kognitionsänderung zu sehen, rufe mit der 1 die Hauptkarte zu. Du kannst den Status jederzeit prüfen. Aber ich habe keine Punkte. Da brauche ich doch erst diese blöden Stempel jetzt. Oh, mehr Erfahrung brauche ich unbedingt. Kaufen wir jetzt einfach mal hier einen. So, schön. Was ist Lieblingskunde? Brauchen wir unbedingt, Mann. Mehr Erfahrung, Mann. Das ist ja das Nonplusultra. Richtig, ich sollte noch etwas zu den Blumen sagen, die ihr sammelt. Aus irgendeinem Grund können sie Mementos nicht verlassen. Sie verschwinden dann einfach. Seltsam. Aber es wäre schade, wenn eure gesammelten Blumen verschwinden. Das wäre Verschwendung, oder? Nicht vergessen, mir alles zu bringen, ehe du Mementos verlässt, okay? Das sollte jetzt reichen. Gut gemacht. So, und... Mal so auf blöd, wo geht's denn hier weiter? Achso. Ja, also das mit den Blumen geht aber schon relativ flott hier mit dem Sammeln. So, und da ist einer von diesen Stempeln. Hier ist der Stand. Schau, das ist doch so ein Stempelding, oder? Hat Rose vielleicht das gemeint? Wenn ich das sehe, kriege ich richtig Lust, einfach wild darauf loszustempeln. Skull, du bist ein richtiges Höhlenmenschkind. Er hat gesagt, wir sollen außer nach Blumen auch danach suchen. Dann stempeln wir das mal ab, okay, Joker? Eine von 8. Kann ich das jetzt einfach 1000-mal hier mit der Maschine nicht machen? Das klappt nicht, oder? Okay, gut, weiter geht's. Also wie gesagt, das ist ja alles neu mit dem Hose. Das ist sehr cool, aber die Sicherheitsstufe dieses Palastes ändert sich nicht, auch wenn wir vorhin entdeckt werden. Mementos ist anders. Die übrigen Paläste gehören einem Menschen, dieser der Öffentlichkeit. So gesehen bräuchte es mehr als ein paar Eindringlinge, um die Sicherheitsstufe zu verändern. Man müsste etwas derart Schlimmes tun, dass eine gesamte Öffentlichkeit das Feind ansieht. Also sei vorsichtig, okay, Skull? Hey, halt die Klappe. Ich spüre eine Unterziehung in diesem Bereich. Lassen Sie eben absuchen. Jo, denn das ist das nächste Ding. Das hatten wir schon einmal. Wenn ein Ziel in der Nähe ist, dann warnt uns hier immer Morgana netterweise. Und wir können das Ziel hier eliminieren. Wir machen das auch gleich. K-Tiff. Und ein Level-Up für Yusuke. Das ist ja so geil, Mann. Korkrinde. Was mit mir? Also so kürzlich das, Mann. Aber das mit den Blumen geht ja hier sauflott, Mann. Ganz ernsthaft, Mann, das ist ja so nice, Mann. Ah, hier schon, wo es runtergeht. Naja. Nicht der süßeste, der coolste hat er doch gemeint. Also so ist Grinden effektiv, würde ich mal sagen. Also, schnappen uns das erste Ziel. Wir werden schauen, dass wir nicht allzu viele Ziele machen, weil können wir dann theoretisch wieder Erfahrung grinden. Aber ich habe jetzt niemanden, glaube ich, mit dem das geht. Und das Spiel hat mich vorhin immer rausgelassen. So, das ist also Takanashi-Schatten, ja? Wie der Typ, der die Leute mobbt, ist echt übel. Ist das das übersprungen? Was man so hört, da presst er die Leute vor allem. Zockt ihnen Geld ab, solche Sachen halt.
Wenn wir ihm keinen Sinneswandel verpassen, wird er vielleicht noch schlimmer. Los. Also, holen wir uns den. Ist nicht meine Schuld, sondern ihre, weil sie sich nicht gewehrt haben. Das ist doch kein Grund. Wie kann es bitte ihre Schuld sein, wenn du ihnen keine Wahl lässt, hä? Du bist echt die unterste Schublade. Schwächere zu tyrannisieren, weil sie sich nicht wehren können. Was? Ihr mobbt mich doch auch. Seid ihr die Fantasies zu einer Art Gang oder so? Hüter der Gerechtigkeit am Arsch. Tut nicht so heilig, obwohl ihr keine Ahnung habt. Oh, ein Jack Frost. Du bist es, der keine Ahnung hat. Erledigen wir das. Jack Frost. Keine Aufforderung. Wie gesagt, ich habe nichts falsch gemacht. Hör mir zu, verdammt. So, wo ist? Ändern Sie heute eine Statusveränderung. Ach, für die Zivelle. Na egal. Das sollte jetzt nicht so schwer werden. Müssen wir eigentlich nicht mehr Magie ansetzen. Och. Oh, ei, verzeiht. Der Jack Frost ist ein bisschen kühl drauf, deswegen. Das war übrigens ein schöner kritischer Treffer, wie wir ja gerade gesehen haben. Also, ja. Yeah. Oh, 7-7, das ist cool. 490 Erfahrungspunkte ist auch nicht schlecht für so einen schwachen Ding. Aber wenn ich das nicht mache, tun sie mir weh. Ich will kein Geld mehr abgenommen kriegen. Was redest du da? Wenn ich ihn nicht ausnehme, werde ich gemobbt. Ich ertrage das nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ach so. Es steckt noch ein größerer Tyrann dahinter, der diesen Kerl hier Befehle erteilt. Hey, hast du nicht gesagt, die Leute sind selber schuld, weil sie sich nicht wehren? Das ist, bitte helf mir. Oh Mann, was mache ich jetzt? Alles klar. Danke. Oh danke, ihr wunderbaren Fantasies. Dieser Typ, ey, bisschen wankelmütig, oder? Ich verlasse mich auf euch. Ihr habt es versprochen. Schön. Aber du entschuldigst dich gefälligst bei den Leuten, die du tyrannisiert hast. Cool, wir haben einen Schatz. Proteine! Bellen und Beißen eines Rüpels. Denn es steht die der Kreis des die Kette des Anschreins war es doch immer. Denn einer, der jemand anderen anschreit, aus Ding haben wir weiter. Und so ist es ja auch. Einer, der einen anderen mobbt, dann wieder einen mobbt. Und so ist der Kreis des Mobbens. Also, schauen wir uns weiter um. Wir haben ja den Weg eigentlich schon nach unten. Wir können uns aber jetzt hier nicht runterwuppen. Weil ich natürlich den Stempel hier sammeln will. Aus der Bahn. Brando, Silky, Braunet. Oh oh. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Siege in Kämpfen können ein Fusionshammer auslösen. Siege in Folge erhöhen die Chance. Jeder ausgelöste Alarm verringert sie. Achso, mehrere pro Tag möglich. Geh während der Fusionsalarm in den Welverum und versuche mächtige Personen zu fusionieren. Kann ich jetzt aber nicht. Ich kann mich nämlich hier nicht rauswarpen. So. Zweite Marke. Genau, weil ich kann mich hier wenn ich nur in einer normalen Etage bin, kann ich mich entweder nur einen Stock hoch oder halt darunter warpen, wenn ich eben den Weg nach unten gefunden habe. Aber ansonsten kann ich jetzt hier nicht allzu viel machen. Also hier ist hier ist auch ein Ziel. Deswegen, ich meine, der Fusionsalarm, der ist schon geil, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, die Gegner laufen jetzt erstmal von mir weg. Und ich weiß jetzt nicht, wie das mit Bossen läuft. Der befährt die einfach automatisch. Cool. Aber wenn ich jetzt hier einen Kampf gemacht habe, dann ist er automatisch weg, oder? Also der Fusionsalarm. Ach, ich weiß es so nicht. Lassen wir uns überraschen. So. So, Silky. Eine Kiste. Ja, hier gibt es jetzt nicht so coole Dinger. Aber wo ist Seelentropfen? Das kann man nichts dagegen sagen. Sind zwar nur 10 SP, aber 10 SP sind 10 SP. Das Ding ist aber, wir heben uns besonders halt, wenn wir hier verschlossene Truhen haben, müssen wir die jetzt nicht unbedingt aufmachen, weil wie gesagt, diesen Dungeon, also diese Ebene, die kommt man ja nach Kamoshida hier schon erkunden. Das heißt natürlich, da wird es jetzt nicht so geile Items geben. So, aber das holen wir uns natürlich. So, der dritte Stempel. Ich war eher einer, der immer Mementos so eigentlich fast immer 100% untersucht hat.
Deswegen macht mir das jetzt wahrscheinlich nicht so viel aus, weil, wie gesagt, hier, wenn man diesen ganzen Schmarrn hier durchsucht. Aber ich glaube, vor in einem Stock weiter oben könnte man einen übersehen haben. Naja. So, den Stempel haben wir. Ja, das heißt. Hä? Hä? Von wegen alles durchsuchen. Da ist eine Kiste, die nehmen sie dann mit. Wir machen jetzt hier den Boss erstmal, den nächsten, und dann gehen wir wieder einen Stock weiter unten. Und unten an den Bossen werden wir dann irgendwann unser Geld, unseren Geldtrick mal wieder ausführen. So, wer ist denn das Nettes? Der alte Mann muss Ono sein. Halten wir ihn auf, bevor er der andere noch mehr Stress macht. Ach, der werte Herr aus Kijijoji. Wer zur Hölle seid ihr? Habt ihr an mir, Idiot, etwas auszusetzen? Das ist das Erste, was er sagt. Scheint, als ob er der alte Typ ist, der in Kijijoji Probleme bereitet. Klasse, sogar mit der Maske erkenne ich, dass du genervt bist. Das zeigt doch, wie viel dir an mir liegt, nicht wahr, Heiji Ono? Richtig, richtig. Er ist auf jeden Fall gestört. Bringen wir Sandy Joker. Ja los, werde richtig wütend. Sieben Jahren, Heiji Ono. Der ich bin mir sicher, das ist einfach ein älterer Mann, der einfach zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und sich wünscht, dass die Leute ihn eben anschauen. Und das eben mit seinem schönen Blättlein hier macht. Was sollte ich als nächstes anstellen? Keine Ahnung. Down gehen. Tumblin, Baby. Zieck. Das war natürlich ein harter Fight. Ja, wir sind ja... Also in der untersten Location werden wir erst wieder Fights haben, die jetzt uns halbwegs Probleme bereiten. Es fing mit etwas Kleinem an. Meine Familie machte sich schon Sorgen, wenn ich mal etwas richtig Dummes angestellt habe. Mein Sohn behandelt mich wie eine Aussätzige. Aber in solchen Momenten sorgte er sich schon. Das Gefühl war schön, dass ich ständig und überall danach gierte. Das hat vielen Ungemach bereitet. Eine bedauerliche Folge der Einsamkeit. ich habe so viele Probleme versorgt. Wie soll ich so leben? Indem du dich entschuldigst. Mich entschuldigen? Dafür ist es schon zu spät. Nein, was jetzt zählt, ist, dass du anfängst, die Fehler wieder gut zu machen. Ich bin sicher, dass das auch der Wunsch deiner Familie ist. Ich rede von nun an mit deiner Familie über das, was du brauchst. Lass es nicht an anderen aus. Sag ihnen, dass du einsam bist, bevor es zu spät ist. Ja, das werde ich machen. Ärgernisgürtel. So, das Leben aus den Augen des Alters. Gut, dann haben wir das auch. So, ja, natürlich, gehen wir weiter. Also, die Frage ist nur, weil, also, das finde ich ja so geile Sache hier, dass man Mementos hier ein bisschen pimpen kann, dass man mehr Erfahrung und mehr Geld bekommt. Weil, wie gesagt, oh, das Ziel ist noch. Für sich anders, ob im Bereich noch etwas anders wird. Was? Hey. Der da vorne, oder wie? Auch noch Beriff. Hä? Achso, er meint insgesamt in dem Bereich, weil hier ist ja nichts mehr. Genau, das können wir uns hier runter warpen. So, Ausruhengebiet, das ist doch sehr schön. Hä, das sind? Das sind Menschen, oder? Naja, ich würde sagen, es sind höchstwahrscheinlich Schatten. Was machen die denn Schatten hier? Ist ja nicht so, als könnten sie hier eine U-Bahn einsteigen. Hallo, wir sind doch in einer schönen U-Bahn. Die fahren ganz entspannt. Nein, wir sollten auch einsteigen. Das wird die Sache viel leichter machen. Sie herangehalten. Sie sind eingestiegen. Hey, wo fährt der hin? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, in den tiefsten Teil von Mementos. Was? Hier ist doch alles einfach total verrückt. Ja, hast du nicht ganz unrecht. Und... was ist da auf der Plattform eigentlich? Ist das ein Warteraum? Hätte nicht gedacht, dass hier auch einer ist. Da können wir eine kurze Pause machen. Nutze sie gut, Joker. Hey. Aber im Ernst, was ist das hier? Hier greifen uns keine Schatten an, oder wie? Das ist wohl eine Art geschützte Zone, die getrennt von den anderen Gebieten ist. Ja, Warteräume, da können wir schnell reisen, speichern und uns ein wenig ausruhen. Denn hier tut uns niemand etwas. So, speichern wir wieder. Und machen weiter. Für den Fall der Fälle, dass wir hier noch den ein oder anderen Schatten hier finden. So, 5
von 8. Jetzt interessiert mich noch eine Sache, weil Mentos ist ja eigentlich immer zufallsgeneriert gewesen. Und jetzt würde mich interessieren, jetzt mit den Stempeln, ob sich das geändert hat. Wenn ja, würde ich sehr bevorzugen. Nein, ist immer noch komplett zufallsgeneriert. Aber wir sehen hier, 100% DP, 100% Geld, ein Gegenstand. Was heißt das? Achso, das ist... Naja, das ist unser Meter. Wir haben halt bis jetzt nur 100%. Ich will natürlich 500.000% Erfahrung haben. Weil wie gesagt, Mementos ist der Dungeon, der uns am längsten aufhält. Es wird... Also es gibt... Nach jedem großen Palast gibt es hier eine zusätzliche Ebene. Und es wird immer anstrengender, immer furchtbarer und... Wie gesagt, man muss, darf auch nicht immer zu lange in einer Ebene bleiben. Das passiert natürlich jetzt meistens nicht, weil ihr seht, aber es geht ja relativ schnell hier voran. Aber irgendwann kommt dann der werte Reaper, der, von dem wurden wir schon gewarnt. Und wenn der kommt, dann kommt so ein Kettenrascheln und er killt uns. Ich fand es ja sehr schön, in Persona 4 haben sie es ja so gemacht, dass ein Kisten spawnt und dass man 10.000 Mal gewarnt worden ist. Aber hier hat man sich das wieder aus Persona 3 genommen, wo der Reaper halt einfach erscheinen kann. Und, also du musst schon lange sein und du bist nicht 5 Minuten in einer Mementos-Ebene, selbst wenn du... Also, ihr seht ja, ich erkunde ja normalerweise ja auch alles, weil es gibt halt doch wieder Items und Glump und was auch immer, was man hier brauchen kann. Und dann kommt er nicht. Also man muss wirklich 5 Minuten stillstehen oder auf- und abfahren und irgendwas suchen, damit er kommt. Und eigentlich ist es wirklich nur möglich, wenn man es triggert. Also wenn man wirklich versucht, da zu bleiben. Oh. Das ist Level 8. Und er bleibt trotzdem da. Nicht schlecht. Nö, ich will nicht. Ich mach Masio. So, ich nehme den Brennenden. Gib mir deine Kraft. Ah, das heißt, roll dich auf den Boden, ruf die Feuerwehr. Hey, langsam gewöhne ich mich daran. Wenn du was zu sagen hast, höre ich zu. Stay focused. Dann lass uns reden. Ich will rausfinden, ob du schräg drauf bist. Der sieht eigentlich wie lustig, wäre aus. Sieht aus, wäre lustig. Ich weiß, was das ist. Meine Mutter hat letztens davon geredet. Das ist eine scheußliche Gewaltsache, oder? Was? Nein, das ist falsch. Was? Es heißt nicht scheußliche Gewalt? Dann hast du Kindesmisshandlung gemacht. Ach man, ich hatte heute noch keinen Snack zu essen. Hey Großer, gibst du mir einen leckeren Snack? Was hättest du gerne? Ah, schlecht. Oh. Mistviech. Ich ziehe mich nicht zurück, die haben sich zurückgezogen. Wegen 4 Erfahrungspunkte. So, da geht's gleich nach oben. So, das ist übrigens hier die schöne Taktik, die ich halt immer mache. Wie gesagt, man kann sich ja halt mal hin und her warpen bei Mementos. Was ja auch im Endeffekt bedeutet, dass man... Bin mir sicher, wir haben übrigens vorher einen Stempel übersehen. Dass man, wenn man den Ausgang hier gefunden hat, jetzt ich einfach R1 drücken muss und nach unten gehen kann. Aber da hier... Ach, ich sehe ja, ob wir noch einen Stempel haben. Nö. Oder? Ne, das sehe ich nicht. Ich sehe nur, wie die Gegenstandsquote ist. Schade. Es wäre geil noch, wenn man sehen würde, wie viele Stempel es gibt. Ich hoffe, bei einem Bereich, da habe ich nämlich nicht drauf geachtet. Da war nämlich ein zusätzlicher Bereich. Aber wir haben noch 2 Ebenen, also wird es... Oder? Ich weiß nicht, 2 oder eine Ebene. So. Nein, konzentrieren wir uns auf das vor uns liegen. Ich spüre dein Ziel voraus, genau. Also hier ist wieder ein Ziel. Stammmonster. Also, ja genau. Also wenn die Ebene kommt und dann muss ja noch eine kommen und dann werden wir alle Schätze... alle Stempelmaschinen haben. Das war nur in der einen Area, wo wir 2 hatten, so wie es aussieht. Das finde ich auch gut. Aber später werden die Dinger auch ein bisschen größer dann. Nicht so, dass man 5 Minuten herumlaufen kann, aber trotzdem. Mir gefällt es so gut mit dem Überfahren, Mann. Das ist so hammer nice, Mann. So, Stempelmaschine. 7 von 8. Und ihr wisst, was das heißt. Wir werden jetzt gleich dann bei der nächsten Ebene, weil jetzt gleich haben wir es ja geschafft, wenn wir dann so Jose zurückgehen und wenn wir dann bei Jose waren, dann... Oder Jose! Sagen wir Jose. Dann werden wir uns den Erfahrungsstempel, denke ich mal, holen. Auch wenn der Geldstempel vielleicht jetzt hier... Ja, ich muss sagen, ich würde eher den Geldstempel nehmen. Am Anfang jetzt hier, weil Erfahrung sammelt man im Dungeon, also natürlich besser, weil der ist immer fortgeschrittener als hier das Mementos. Weil man, eben wenn wir jetzt den Palast hier, die Pyramide schaffen, dann schalten sich hier neue Dinge an und dann sind so die Gegner, die aus dem letzten Palast sind, drinnen.
Da, das ist Ryuka Aino. Verpassen wir ihm zum Wohle der Katzen einen Sinneswandel. Und zu deinem Wohle. Hey. Ryuka Aino, so lässt du nur alle Katzen in Jungen im Stich. Nein, ohne mich sind Schneeball und alle anderen Katzen verloren. Andere Katzen? Wovon redest du denn? Schneeball, los Kätzchen, komm her. Oh, siehst du, geile Katzendame. Also, leg mal los, Mann. Zeigen wir dir, wer die wahre Katze hier ist. Übrigens, was haben wir für eine Waffe? Ich werde die Schneebälle beschützen und niemand hält mich auf. Ich glaube, jeder von denen hat Feuerschwäche. Habe ich keinen, der nur eine? Ah. Ja, der Smaragi ist auch nicht besser. Ach, weißt was? Was stelle ich mir eigentlich so an? Ja, halt einfach drauf. Geht doch, einmal frei so. Schattenei in der spricht. Bitte auf! Wenn ich weg bin, gibt es niemand mehr, der Schneebälle beschützt. Joker, irgendwas ist da los. Vielleicht versuchen wir es mal mit reden. Okay, folgendes wissen wir über sie. Sie nennt die Katzen, die sie gekätzt nimmt, hat Schneebälle und die Katzen sind gestresst. Und die Besitzer geben auf. Wenn du die richtige Antwort gibst, kannst du einen Sinneswandel bewirken. Nutze die Informationen, die du gesammelt hast, um Sinneswandel zu... Das ist ja neu, das gefällt mir nicht. Ich will doch nur Schneebälle beschützen. Ich muss sie beschützen. Ich muss sie beschützen. Beruhige dich. Ich bin ruhig. Natürlich bin ich ruhig. Ich muss die Schneebälle ruhig bleiben. Was meinen Sie mit Schneebällen? Wie seltsam. Sind alle Katzen Schneebälle? Schneebälle sind Schneebälle. Sind das die gekidnappten Katzen? Ich habe sie nicht gekidnappt. Ich beschütze sie. Solange ich sie beschütze, sind die Schneebälle glücklich. Du wirkst nicht glücklich. Hm, mach mal so. Achso, okay, das war schlecht. Achso, muss ich das jetzt nochmal machen, oder? Wenn du die richtige Antwort gibst, kann es einen Sinn machen. Nutze den ja. Versuchen wir es nochmal. Das ist ja doof. Okay, ja, die Katzen sind ja glücklich. Ich dachte, sie fühlen sich nicht wohl. Nun, das ist... Aber wenn ich kein Auge auf die Schneebälle werfe, werden sie auch sterben. Sie sterben auch? Der echte Schneeball ist also schon fort. Okay, ich glaube, wir kriegen das hin. Sie hat sich jetzt beruhigt. Wir können mit dir reden. Mach schon, Joker. Die Katzen wollen heim. Du hast recht. Kriege ich aber trotzdem Geld? Danke. Das war nicht das Einzige, was sehen wir. Der Rest interessiert mich dann nicht. Ich habe eine weiße Fundkatze mit nach Hause genommen, aber sie ist ausgebüxt und dann wurde sie von einem Auto überfahren. Das Auto ist trotzdem einfach weitergefahren. Seitdem habe ich Kätzchen jeden Tag gesehen und denke immer, dass ich sie heute beschützen muss. Du hast deswegen viel gelitten, was? Nein, diejenigen, die wirklich gelitten haben, sind die Besitzer und die Katzen. Ist schon okay. Du hast deinen Fehler eingestanden, aber mach das nicht nochmal. Ja, danke, Herr Carter. Also, ich habe eine Menge Katzenfutter daheim. Komm mich doch mal besuchen. Ich bin kein Kater, aber das klingt ganz nett. Danke. Katzenbrosche. Okay, den nächsten Sinneswandel hier abgeschlossen. Und dann gehen wir nochmal weiter hier, genau. Ein Ziel haben wir noch. Wir sind jetzt wahrscheinlich wieder dann hier bei der finalen Wand angekommen. Die hier kannten wir auch schon, die geht ja immer erst auf, wenn wir den Palast geöffnet haben, aber das sollten wir natürlich jetzt hier locker schon geschafft haben, weil, wie gesagt, die hat sich jetzt, also die nächste Ebene hat sich nach Madarame-Schatz geöffnet und die nächste dann nach dem anderen Schatz hier dann. Die Sadistin, genau, die Leute rumkommandiert, da reden wir mit ihr. Das werden wir jetzt nicht machen, denn ich sacke mir hier den letzten Stempel ein, habe damit alle Stempel in der Ebene gefunden und gehe zum Mementos, weil hier kann ich mir jederzeit hinwarpen. Und es wäre schade, wenn wir hier das zusätzliche Geld nicht mitnehmen. Ich entscheide mich hier fürs Geld. Ach so. Ich hasse Jose übrigens. Jose gefällt mir ganz und gar nicht. Oh, Fusionsalarm herrscht noch. Ich dachte, Jose, der ist immer oben. Aber das heißt, es ist ja Glückssache, dass wir ihn im Mementos finden, oder? Ein Bullshit, Mann. Das ist ja der Kacke, Mann. Naja, Leute. Dann machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Wir werden, ich denke mal, den Fusionsalarm gleich nutzen davor. Aber wie gesagt, müssen wir eine kleine Pause einlegen. Und dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit Persona 5 Royal. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.